Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas Besonderes. Heute gibt es doch einen relativ großen kubischen Kanonenschlag-Vergleich. Ja, was für kubische Kanonenschläge haben wir im Vergleich? Wir haben hier einmal die Thunder Cube von Leslie im Vergleich. Dann haben wir noch die Kanonenschläge von Weco in der 15er Schachtel. Da bin ich mal gespannt, ob die sich unterscheiden. Das hier sind die aktuellen von Lidl, auch von Weco. Dann haben wir hier die Taipei von Helios Weco. Da bin ich mal gespannt, ob die sich untereinander irgendwie unterscheiden. Dann haben wir noch die kubischen Kanonenschläge von Pyro Art. Und die kubischen Kanonenschläge von Nico Feuerwerk. Ja, ich bin gespannt. Wir testen jetzt einfach mal alle außen. Und ich bin gespannt, wie die alle so sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen an mit dem vom Weco aus der Dreier-Schachtel vom Lidl. Aktuelle Charge. Ja, ordentlich. Wir machen mal gleich noch die anderen beiden. Zünd an, komm. Ja, auch noch den letzten aus der Schachtel. Der war richtig dumpf, der Knall. Also für den ersten gar nicht mal so schlecht. Als nächstes die von Nico aus dem 10er Umkarton. Ja, ganz okay. Und noch einen letzten. Der hat richtig gedrückt. So, weiter geht's mit den Thunder Cube von Leslie. Ja. Der war bisher am lautesten. Ja, also die waren auf jeden Fall besser als die von Weco. So, als nächstes die von Helios Weco aus der 6er Verpackung vom Aldi Süd. Ja, der Knall war etwas heller. Ja. Und der ist verpufft, also die sind schlecht. Als vorletztes dann die von Weco aus der 15er Umkarton. Wow, also der war echt gut, richtig gut. Oh, etwas nah. Ja, und noch einen letzten. Ja, schauen wir mal. Und als letztes in unserem kleinen Vergleich die vom Pyro Art. Ja. Na, der ist ausgegangen. Und der auch. Okay, schade. Also, nach dem kleinen Vergleich, mein Fazit. Sieger war für mich der von Weco aus der 15er Schachtel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, Leute.